Momodora, Reverie under the Moonlight, beliebige Taste drücken. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Spieletipp. Es wird ein kurzer Spieletipp, aber ich möchte euch dieses kleine Indie-Spiel hier wirklich nicht vorenthalten. Es ist wirklich wunderschön. Und ich drücke jetzt mal eine beliebige Taste. Ich habe schon 23 Minuten gespielt und ich würde mal sagen, wir spielen hier mal weiter. Unterirdische Grabstätte. Wir sind nun unter Wasser und müssen versuchen, hier irgendwie wieder rauszukommen und nicht zu sterben. Was sehr schwieriger klingt, als es ist. So, wir können hier natürlich schwimmen. Das sind die Gegner, die uns das Leben hier schwer machen. Hier sind noch mehr Gegner, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Meistens diese hier. Zack und zack. Und jetzt haben wir sie. So, wir schauen uns hier mal weiter um. Wir spielen dieses... Warum komme ich nicht mehr hoch? Wir spielen diese nette kleine Dame, die ein bisschen aussieht wie Rotkäppchen. Und das alles ist so ein kleiner Jump'n'Run, ein kleines Jump'n'Run-Spiel. Oh, hier waren wir schon, alles klar. Oh, wir können sprechen. Hey, Kahu! Hilf mir, irgendwie! Nein, geht nicht. Ja, es ist auch sehr düster gehalten, dieses ganze kleine Jump'n'Run hier. Bitte, du musst einen Weg finden, mich aus dieser Zelle rauszubekommen. Irgendein Zauber verbreitet sich in diesem Königreich aus in den Westen, die Heimat meiner Leute. Bitte, lass mich hier nicht allein zurück. So, das Wasser verlangsamt uns hier. Ziemlich stark sogar. Gut, da müssen wir jetzt was finden. Gehen wir mal hier rauf. Das komplette Spiel ist Open World, muss ich dazu sagen. Zack. Und noch. Das ganze Spiel ist Open World. Und es hat auch kleine RPG-Anleihen. Wir gucken mal, was hier oben ist. Und es geht immer höher hinauf. Und hier ist nichts. Stadt Karst. Okay, wir sind jetzt in einer Stadt. Schauen wir uns hier nochmal schnell um. Der Download-Link, wie immer, steht in der Videobeschreibung. Wir machen natürlich alles kaputt, was kaputt zu machen geht. Ein paar Endgegner haben wir ja auch schon besiegt. Hier ist eine nette Dame. Niemand will mehr an dieser verlorenen Stadt bleiben. Unser gesamtes Königreich ist wie ein Grab. Die Anzahl der Toten steigt täglich. Ich habe neben der Erinnerung an meine Schwester, Catherine, kaum noch etwas übrig. Okay. Sind wir hier raufkommen? Ja, kommen wir. Wie gesagt, es ist alles Open World. So, gehen wir mal rauf. Achtung, böser Vogel. Ah, ein Gegner. Das scheint ein Endgegner zu sein. Die Endgegner, sie spawnen auch immer aus dem Nichts. Also man kann sie wie bei Dark Souls. Bei Dark Souls erscheinen sie immer so. Okay, wir haben ihn besiegt. Und wir können jetzt hier entlang. Die Endgegner, sie sind hier random, muss ich dazu sagen. Man rennt rum und findet sie hier und dort.
kaufe ich den Blödmann ein und gehe mal speichern. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hallo? Hallo? Okay, wir können doch nicht speichern. Finde ich uncool. Dann laufen wir hier mal weiter. Okay, hier kann man nicht rauf, das ist zu hoch. Komisch. Ja, wie gesagt, man hat auch kleine Rätselpassagen mit dabei, wie hier. Aber vielleicht können wir ja das irgendwie aktivieren. Nein. Gut. Okay, dann gehen wir mal weiter hier wieder zurück. Oh, wen haben wir denn da? Ich habe keine Angst. Okay. Mehr hat sie nicht gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr düster. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schön gemachtes Spiel. Kann man sagen, was man will. Wir müssen das mal. Glockenblume erhalten. Die Glockenblumen sind unsere Lebensenergie. Aber es geht ja noch. Hier ist auch wieder nichts. Au, okay. Elendes. Okay, wir gehen mal kurz ins Menü, gehen mal in unsere Ausrüstung. Da sind unsere... Ah, hier haben wir noch einen Slot frei. Das hier ist unsere Ausrüstung. Wir haben eine Glockenblume. Die werden wir gleich mal verspachteln. Ach halt. Ah, jetzt habe ich sie weggelegt, gestrottelt. Okay, wir nehmen sie. Ja, wir müssten sie, könnten sie ja irgendwie hier so auswählen. Ach, was weiß ich. Gib mir das Bild. Au! Mistviecher hier. Ich hasse und verachte sie. Abgrundtief. So, die überfahren wir ganz mies von hinten, diese blöden Wölfe. Gehen wir hier rauf und schauen uns mal hier oben weiter um. Aber das soll ja alles hier bloß ein kurzer kleiner Spieletipp sein, der wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und das Spiel kostet auch bloß ein paar Pfennige. Karstwappen nötig, um fortzufahren. So, gehen wir einfach mal hier runter. Überfallen das Viech mal wieder von hinten. Den haben wir schon praktisch auf die Glocke, den kleinen Widerburst. Gehen wir nochmal hier entlängs. Hier, ein süßes kleines Viech. Du kommst von diesem impfverseuchten Wald? Ja, interessant. Wie kann ich behilflich sein? So, wir können jetzt was kaufen. Ring von Gandor. Hat man den schon? Ich schau mal kurz ins Menü. Ach halt, hier ist noch die Karte. Das wollte ich auch noch zeigen. Hier waren wir schon überall. Verzierter Ring. Passiv verlängerte Unverwundbarkeit nach Treffer und erhöht Verteidigung. Was hat der gekostet? Ach, der hat 400 gekostet, der Ring nicht. So viel haben wir ja gar nicht. Kristallsamen, Feenträne. Wir kaufen mal einen Kristallsamen. Und eine Feenträne. Und nun werden wir hier mal speichern. Das Ganze sollte ja bloß ein kleiner Spieletipp sein, um euch das Spiel mal hier näher zu bringen. Dieses kleine, wirklich wunderschöne kleine Indie-Spiel hier, das wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Und wie gesagt, der Download-Link oder der Kauf-Link steht unten in der Beschreibung. Das ist wirklich ein hübsches kleines Indie-Spiel. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Okay, liebe Freunde, dann danke ich euch bis hierher fürs Zuschauen. Und bis später. Ciao.